Hauptbahnhof um 9.03 Uhr in Berlin. Wenn jetzt mein Zug kommt, schaffe ich meinen Termin. Leider kommt er nicht und das ist sehr bitter. Denn man braucht mich kurz vor zwei in Salzgitter. Denn um zwei erwartet mich mein neuer Boss da. Und er fährt ganz bestimmt nicht über Goslar. Der wird schön in seiner Limo gefahren. Und ich für 49 Euro per Bahn. Oh, wegen der Umwelt fahr ich mit der Bahn. Denn alle sagen, mit der Bahn soll man fahren. Doch schon auf dem Bahnsteig hört man sie flehen. Wir wollen fahren, 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 fahren und nicht stehen. Schon in Magdeburg, da gibt's ein Problem. Ich seh den Regio 21 schon stehen. Aber was man immer öfter erlebt, es hat sich einer an die E-Lok geklebt. Und weil es immer noch verrückter geht, hat ihn ein Sprayer total übersprayt. Behutsam wird er von der Lok abgelöst und ich bin sanft auf einer Bank eingedöst. Oh, wegen der Umwelt fahr ich mit der Bahn. Denn alle sagen, mit der Bahn soll man fahren. Doch schon auf dem Bahnsteig hört man sie flehen. Wir wollen fahren, 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 fahren und nicht stehen. Als ich erwache, blick ich auf ein Plakat. Die Bahn wird total zu Tode gespart. Eine Frau spricht mich an, ich heiß Gerdi. Eine der VertreterInnen von Verdi. Und das wirst du doch auch sicher verstehen. Hier wird heute leider gar nichts mehr gehen. Dein Zug wird nicht fahren, 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 sondern stehen. Dein Zug wird nicht fahren, 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 sondern stehen.